Hi, Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem zweiten Kanal. Ich und Berko spielen heute Sons of the Forest, wo wir in einem Wald sind und da sind auch Monster und sowas. Auf jeden Fall spielen wir heute das Spiel das erste Mal. Wenn ihr wollt, dass wir das öfter spielen, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bau! Hast du schon mal Forest 1 gespielt? Ja, Forest 1 habe ich einmal gespielt, das haben alle gefeiert. Das Spiel ist ja auch geil an sich, Bro. Und jetzt mit neuer Grafik, ich glaube, das wird noch geil. Ach, es ist neue Grafik und so. Natürlich, denkst du, die bringen nach 5 Jahren das gleiche Spiel raus. Ja, ich dachte einfach jetzt mehr Spieler das erste Mal. Nein, nein, man konnte auch früher schon mehr Spieler machen. Ja, das wusste ich nicht. Oh, Digga, neue Grafik und das Spiel kann echt gut sein dann. Noch ein Ladespiel. Ich muss rüberspringen? Nee, so, das war überspringen. So. Nein, überspringen nicht, du kannst den Anfang. Den hast du noch nicht gesehen. Boah, wow. Wir sind in einem Helikopter-Chat. Oho. Boah, wow, schöne Aussicht. Sieht ein bisschen aus wie Kurdistan. Nee, doch nicht. Schweiz. Wow. Hä, bist du das im Heli neben mir? Bist du das im Heli neben mir? Links von mir? Ich glaub schon. Als ob? Sitzen wir in verschiedenen Helis oder sind wir... Ich bin der vor dir auf dem Laptop. Guck mich mal an. Ja, ja, ich guck dich gerade an, siehst du? Jetzt guck ich wieder weg, weil ich will die Aussicht genießen. Ja, ich guck auch die Aussicht an. Boah, rechts von mir Wasser, links von mir Land. Herrlich schön. Ja? Guck mal auf dein Laptop lieber runter. Edward Pufton. Weeks Missing 31. Ja, Edward Pufton. D. Barbara Pufton. Nee, Pufton. Nee. Virginia Pufton, Digga, die sieht geil aus. Bro, hast du gesehen, wie alt die ist? Oh. Alter, 20. Was? Digga, ich meine nicht die Mutter, ich meine die Tochter. So. Und so sieht die Map aus. E kann ich drücken. Ah, so mach ich mein Laptop aus. Ah, okay, ja. Ich habe mir die Informationen angeguckt. 3 Familienmitglieder, die vermisst werden. 5 Demons als Tattoo. Ja, ist voller Scheiß-Tattoo. Oh, oh mein Gott! Was passiert hier? Wir stürzen ab! Irgendeiner hat auf uns geschossen. War das ein Schuss? Wir stürzen ab! Wer kommt? Halt dich fest! Halt dich fest, Belko! Ich hänge! Ich bin im Helikopter drin. Warte, ich versuche die Tür aufzumachen. Ich muss die Tür aufmachen, ich krieg sie nicht auf. Bist du das? Ja, warte. Versuch rauszukommen. Du musst mir helfen, ich hänge fest. Oh, 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 pass auf! Pass auf! Ein Berko, pass auf! Das ist schwer! Nein! Oh. Nein! Berko! Ich hab ein Messer. Ich trenne mich durch. Ich werde langsam wach. Wer ist das denn? Hallo? Nein, schieß nicht! Bitte! Bitte! Ich rutsch hier auch ein! Ich habe überlebt. Warum schmeckt mein Mund so komisch? Schon noch? Berko? Wir haben beide überlebt. Bruder, wir haben es geschafft. Digga! Wie siehst du aus, Digga? Warum siehst du aus wie mein Onkel? Digga, warum? Warum sehe ich aus wie ein Inder? Du siehst aus wie mein Onkel. Wieso sehe ich aus wie dein Onkel? Ey, guck dich mal, du siehst aus wie kann ich mich selber sehen? Wie kann ich mich selber sehen? Kannst du nicht. Ey, guck mal hinter dir! Warte, ich bin. Ey, ey! Was denn? Warte, drück mal auf I. Auf und I? Mach dein Hilfepaket auf. Ja, ja, das ist ein Hilfepaket, mach das auf. Und jetzt? Siehst du diesen Beutel da?
rechts über dem Messer, ja, den musst du aufmachen. Okay, mach ich. Und da sind, da ist so eine Axt drin und so und ja. Hab ich? Oh. Warte, ich muss kurz ein bisschen leiser machen. Ach, ich hab ex-FPS leider. War das zu laut? Okay, red mal ein bisschen. Hallo? Ja? So gut, Chat? Güne? Okay, Bro. Wie hole ich jetzt meine Axt raus? Du kannst I gedrückt halten. Oder du drückst I und wählst aus die Axt. Klicke auf alle auf die Aufrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Ja, das musst du öffnen, genau. Ja, und wie öffne ich das? Du musst das in die Mitte tun und dann auf das Zahnrad drücken. Ah, okay, jawohl. Stark, ja, okay. Ich hab die Axt. Lass uns los. Digga, unser Heli ist komplett demoliert. Können wir noch irgendwas mitnehmen von hier? Hier ist so eine Kiste. Hier ist irgendwas, Beispiel. Ja. Klebeband. Nimm alles mit, was du siehst. Ja. Aber guck mal hier, Bro, das wollte ich dir die ganze Zeit schon zeigen. Was denn? Hier, guck mal. Der hier, was mit dem? Nein! Unser Kollege. Ich kann ihm helfen. Er ist komplett traumatisiert. Ich habe ihm geholfen, ich helfe ihm hoch. Helf ihm hoch. Mein Bruder, alles gut bei dir? Mein Bruder. Hallo, Kelvin. Kelvin. Er sieht ein bisschen aus wie Rohat. Er blutet aus den Ohren. Oh Mann. Hallo? Taubstumm? Was habe ich in der Hand? Was fällt in deine Hand? Weiß ich nicht. Ich glaube so etwas, dass er hinguckt. Ey, der rafft ja gar nichts. Ich glaube, der ist bekifft. Folge mir. Okay, er kann sehen auf jeden Fall. Vielleicht hört er nicht mehr wegen... Er hört nichts mehr wegen seinen Ohren. Aus seinem Ohr kommt irgendeine Scheiße raus, Digga. Ist es Blut? Okay, ich benutze es. Folge mir, drücke ich. Mal gucken, ob es klappt. Boah, sei mal sachte bisschen mit ihm. Digga, warum ich ihn geschlagen habe? Ja, es tut mir leid. Hat er es gecheckt? Wenn ich jetzt gehe... Komm mal hier. Er kommt. Hey, der folgt dir. Er kommt. Kelvin. Warte mal, wer hieß nochmal Kelvin? Der von den Prank Bros. Das ist Kelvin von den Prank Bros, Digga. Aber der ist der Prank von den Prank Bros in weiß. Okay, ja, warte mal. Was ist mit unserem anderen Bill? Wo liegt der? Ich glaube, die anderen sind weg. Hier ist keine Leiche. Also da liegt noch einer tot, den kann man nicht mehr helfen. Ja, den meine ich doch. Ah, den kann man nicht mehr helfen? Ja, den der ist, ich hab's im Puls gecheckt, der ist tot. Rest in peace. Oh! Ups. Aber hier sind noch so Kisten und so, die können wir öffnen. Ja, komm, lass nochmal alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Oh, Militärnahrung, das ist wichtig. Ups. Warum hab ich jetzt auf einmal einen Stein in der Hand? Will ich gar nicht. Was machst du da? Ich weiß nicht. Warum benutzt du das? Das könnten wir später noch gebrauchen. Warum schmeißt du es weg? Ich mache ein Signal, vielleicht sieht uns hier einer. Junge, das Einzige, was du signalisierst, ist, dass der Boden rot ist, mehr nicht. Wie soll das wer sehen, Digga? Selbst ich sehe das kaum mehr. Nein, ich will das nicht. Guck mal, ich verbrauche. Ey, was machst du? Bergkoman! Ey, Bergkoman! Ich schwöre, ich kann das nicht. Du hast einen Hasen getroffen damit. Oh, ey, wir müssen jetzt schon an Nahrung denken, Digga. Stimmt. Okay, wir müssen es jetzt clever wollen machen. Wollen wir erstmal. Nehmen wir alles mit, was hier ist. Oh, ich habe eine Granate. Naja, lass alles mitnehmen und dann erstmal laufen hier, weil. Ich glaube, vielleicht hat uns ja einer gehört, weißt du. Wie kann ich denn die Granate aus meiner Hand nehmen? Ich habe Angst, die zu werfen gerade. Guck mal, du drückst I gedrückt, ne? Dann hast du deinen Rucksack in der Hand. Und dann kannst du zum Beispiel die Axt oder so nehmen in die Hand. So auf schnelle Basis. Da musst du nicht immer links. Ah, ja, okay. Ich check schon. Okay, hast du alles genommen? Ja, ich glaube, ich habe alles. Auch noch was. Drück mal M. M. Siehst du? Wir haben das ein Handy. Das neueste iPhone. Sieht nicht so aus wie das neueste iPhone, aber es ist auf jeden Fall ein Handy. Es hat nur eine App installiert. Und man sieht auch dich.
Bei dir steht G. Okay. Bei dir steht ein T. Okay, wollen wir ein bisschen laufen? Ja. Weil hier ist echt eine scheiß Stelle, glaube ich. Wir müssen uns irgendwo niederlassen. Uns ein Lager aufbauen. Und wir brauchen Essen und so weiter. Ja, Mann. Und es wird langsam dunkel. Ich mag nicht, wenn es dunkel ist. Ich würde sagen, wollen wir nach geradeaus einfach? Hier, wo ich bin? Also da. Wenn du in die Richtung gehst, dann läufst du zum Strand. Das ist clever. Wir gehen am Fluss entlang, weil dann können wir von links niemals angegriffen werden. Okay, das ist echt eine gute Idee. Wir gehen einfach am Fluss entlang. Aber hier sind auch so Hirsche und sowas. Die könnten wir auch essen, aber die können wir mit den Dingen nicht treffen. Ey, ich hab irgendwas getötet. Was ab? Hier, auf dem Boden. Lol. Oh mein Gott. Ich mach irgendwas damit. Ich nehm da Fleisch raus. Ich hab Fleisch raus. Oh, unser erster Beute, Digga. Let's go! Let's go! Was ist das hier? Okay. Ach, ein Stock. Guck mal, Calvin an der Calvin. Er ist am Arsch, Digga. Ja, die Stöcke sind wichtig. Zumindest aber überall. Ey, wie kann ich denn wieder jetzt irgendwas wechseln? Du musst immer I gedrückt halten. Oder I drücken, eins von beiden und dann immer auswählen. Das ist ein bisschen komisch. Aber es geht gerade nicht. Echt? Ich glaube, weil ich den Stock in der Hand habe. Eigentlich muss es gehen. Nee, geht gerade nicht. Drück mal G vielleicht? Nee. Vielleicht jetzt? Ja, das war ein Bug einfach. Ja, das Spiel ist noch relativ verbuggt, ist noch sehr neu. Okay, komm. Early Access. Wo gehst du? Ich hab. Komm mal nach. Komm her! Wir müssen vorankommen. Komm zu mir! Komm zu mir! Warum? Guck, was ich hab! Guck, was ich hab! Okay, ich komme. Für uns, jetzt werden wir nicht verhungern die erste Nacht. Hast du Essen? Guck's dir an auf dem Boden. Wie hast du das geschafft? Ja. Jagdinstinkt. Ah, Obst, ach so. Eben. Nein. Ja, eben. Hoho. Fell. Ja, das ist gut, wenn es kalt wird, dann können wir uns eine Rüstung bauen darauf. Oh, ich hab noch was gegessen. Also, wenn du E gedrückt hältst, dann isst du es. Wenn du nur E drückst, dann tust du es in dein Inventar. Also kurz E. Genau. Okay, ja. Ja, dann lass mal laufen jetzt. Ich warte. Oha. Hey, Bruder, chill. Okay. Ich muss so kurz ein bisschen was rauslassen an Wut. Gehen wir hier weiter. Calvin, läuft, weil Calvin ist unser... Ups! Oh! Hab ich dich getroffen? Ja, ich bin... Es war so sehen, ich wollte einen Vogel treffen. Ich treffe ihn! Renn, komm. Deine Beute. Ich hol ihn. Warum ist er so schnell? Hier sind so viele! Keiner! Ja! Ja! Ey, der tut mir voll leid, guck mal. Mir nicht! Wie der da liegt, Digga. Ja! Meine erste Beute. Ich hab Bambi getötet. Ich frag mich gerade, ob das Antilopen sind oder Rehe. Aber ich hab zu viel Essen, du musst ein bisschen was mitnehmen. Kann du trinken? Unter dir. Trunken kann. Können wir nicht davon vergiftet werden, wenn wir das trinken? Nimm mal das Essen hier. Ich kann's nicht mitnehmen. Warum? Ah, jetzt. Okay, gehen wir weiter. Oh, der Fluss hat aufgehört. Sollen wir den Weg hier entlang gehen? Ja, lass, ich habe ja die Map offen auf meinem Handy. Lass einfach da runterlaufen. Ah, wenn du, noch was, wenn du auf deinem Handy Maustaste drückst, Mausrad-Taste, dann zoomst du raus. Also Mausrad-Taste. Siehst du? Ja, ich verstehe. Okay. Und esst keine Pilze, die du siehst überall, ne? Okay. Die sind gefährlich. Oh, ich hab gegessen aus Versehen. Oh mein Gott, Bro. Geht's jetzt schlecht? Ja, da ist irgendwie so ein Zeichen und ich hab so ein Geräusch gemacht. Ich hab mir kurz Tabletten gegeben, weil...
Also Schmerzmittel, weil du mich getroffen hast vorhin. Okay. Warum gehe ich eigentlich vor? Geh du vor. Okay. Ich gehe vor. Viel zu ruhig. Digga, wir können aber nicht wieder so komische Wesen rumtreiben, oder? Nein, nein. Gibt's nicht hier. Hier gibt's nur Tiere und so. Okay. Warte, ich brauch mal den Chat neben mir. Hier gibt's Rehe und so. Schildkröten. Mhm. Aber keine Wesen. Okay, was wir gerade suchen, Chat, ist einen guten Spot für unser Lager, wo wir uns niederlassen. Essen haben wir jetzt erstmal ein bisschen, finde ich. Ey, siehst du das auch? Was denn? Auf der Karte blinkt hier irgendwas. Also wenn du dein Handy rausholst... Ja, ich sehe es. Was da hinten? Was grün ist. Was genau dahin? Ist doch hier, oder? Ich bin da. Ja. Muss irgendwas sein. Genau hier. Hä? Hier ist ja absolut nichts. Aber warum sollte es sonst grün blinken auf der Karte? Hier. Aber ich habe Angst, da reinzugehen. Ich sag dir ehrlich. Wo? Vielleicht sollten wir hier noch nicht reingehen. Doch, wir gehen rein. Bist du sicher? E muss man drücken, ja. Ja, okay. Aber wir haben halt keinen Stoff, ne? Wenn wir Stoff hätten, könnten wir uns eine Fackel bauen, aber jetzt wird es halt voll dunkel sein drin. Es ist echt sehr dunkel. Bist du drin? Komm rein. Kelvin, der Wichser kommt nicht rein. Warum kommt Kelvin nicht rein? Warum flüstern wir überhaupt? Warte mal. Jo, hast du das gemacht? Ja, Mann, guck mal, ich hab mein LED-Feuerzeug. Alter, woher hast du das? Der L drücken. LOL, das ist ein normaler Raum. Hä? Wo ist die Höhle auf einmal hin? Hä? Was zur... Hä? Was zur Hölle? Oh, hier ist voll viel... Oh, das nehme ich mir alles mit. Oder was zur Hölle ist das? Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Digga, einfach eine Bohrmaschine und sowas, Digga. Was passiert hier? Oh, hier sind Pfeile und so. Digga, hier hat irgendwer gepennt. Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Nimm alles mit, schnell. Wir klauen hier alles. Ey, ich mach hier irgendwas. Ich hab irgendwas geöffnet. Ich hab kranke Sachen bekommen. Kranker Loot. Ich mach hier gerade irgendwas am 3D-Drucker. Ja, mach das. Was auch immer du machst. Digga, irgendeine Maske oder so. LOL. Nimm die mal mit. Ich will auch eine Maske. Guck mich mal an. Ich glaube, ich mach irgendwas anderes. Machst du? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mach irgendwas anderes. LOL. Aber wozu braucht man die? Ich mach Pfeile, glaube ich, oder? Ja. Halt mal bitte, dass nicht jemand reinkommt. Warte. Ey, man kann verschiedene Sachen machen. Man kann hier eine Trinkflasche machen. Die nehmen wir. Ein bisschen Klimpergeld für Friseur. Petute, danke schön für die 10 Euro, Bruder. Du bist der Beste. Ey, ich habe eine Trinkflasche gemacht. Geil, die können wir. Da müssen wir nicht immer zum Fluss gehen, wenn wir Durst haben. Wir können einfach auffüllen. Digga, wie geisteskrank ist das? Aber seit wann gibt's schon so eine Technologie, dass man Trinkflaschen drucken kann? Ich dachte, man kann nur Papier drucken. Nimm du die. Ich mach mir noch eine. Okay. Mach du die, ich guck hier, dass keiner kommt. Ja. Digga! Was machst du da? Hier ist so ein Amazon-Staubsauger. Kennst du diese Bluetooth-Staubsauger, die auf dem Boden sind? Ja. Was macht der hier? Machst du deine Trinkflasche? Ja, jetzt. Ich mach mir auch eine Maske, okay? Ja, mach, lass alles machen, direkt. Ist richtig vielleicht. Wir kommen ja nicht wieder hierher direkt. Ja, wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Okay, mein Fleisch ist noch nicht vergammelt, ist gut. Okay, das nächste, was wir... Digga, das ist ja geisteskrank, hä?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben etwas gefunden, was man nicht finden sollte. Weißt du, ich meine? Warte mal, was ist das hier? Helmet, Arm, Chest, Leg? Techmech, das haben wir noch nie gemacht. Das machen wir jetzt. Ist das eine Grafikkarte? Techmech. Vielleicht ist das so Sucuk oder sowas zu essen einfach. Das ist Sucuk. Knoblauchwurst. Oh, ich habe einen Laptop geschrottet. Da war eine Grafikkarte drin. Was ist das? Ich hab's einfach mitgenommen, okay? Lass mich mal auch machen. Ja, mach du mal. Ich guck mal, ich guck mich so lange ein bisschen um. Ah, jetzt hier. Guck mal, da rechts ist ein Laptop. Mach den mal kaputt, da ist einfach eine Grafikkarte drin. Hier auf dem Boden. Da. Lol. 3070 Ti. Man kann ja auch einfach pennen. Komm mal, wir gehen mal den Weg hier entlang. Was, ey, was ist los? Oh, warte mal. Ich kann irgendwas bauen. Was machst du gerade? Bau noch nichts, bau noch nichts. Wir bleiben nicht hier. Wir müssen hier schnell weg. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier nicht sein. Was, habe ich irgendwas angezogen? Ey, du hast irgendwas in Arm. Oh, Iron Man. Hä? Ich habe mir Rüstung gebaut. Mit diesem Techmech. Mit Techmech. Wenn du dieses... Nein, du hast das ja schon. Ach so. Wenn du E drückst, kannst du einfach Rüstung bauen damit. Die ist sogar golden, Digga. Wow. Techmech. Du musst auf dieses Zahnrad navigieren, dann zeigt er dir an, was du alles brauchst. Was du alles hinzufügen musst in die Mitte. Wo ist denn mein Techmech? Also Techmech ist unter Stein rechts. Unter dem Stein. Ah. Und wenn du da runter navigierst, weiter, das musst du dann auf dem Zahnrad drauf, dann zeigt er dir an, was du alles in die Mitte legen musst. Mit, ah, Batterien und sowas. Ja, und das Rad. Hast du ja. Das hast du alles, was ich habe, so auch gefunden. So. Jetzt noch Drahtseil, habe ich gar nicht. Hattest du? Doch, hast du. Also Drahtseil ist neben dem Panzertape. Ah. Dann braucht man noch diese Grafikkarte, das weiß ich noch, die war oben irgendwo. Ja, habe ich. Und jetzt noch eine Sache fehlt mir. Und Batterie, die war links. Irgendwo oben links war die, das weiß ich. Ja, ja. Kombinieren. Ich kombiniere gerade irgendwas. Ich mache gerade irgendwas. Ja, du baust gerade. Was habe ich? Oh mein Gott! Oh. Digga, wir sind geisteskrank gut! Jetzt soll jeder kommen. Okay, komm. Wir gehen weiter. Ey, das sieht viel zu gefährlich aus irgendwie. Ich hab das Gefühl, wir sollten hier ehrlich nicht sein. Warte, lass mich vor. Geh. Ja, einfach so ein weißes Licht. Was ist da auf der Decke, Alter? Hä? Was passiert hier? Hä? Ist das ein Hotel hier oder was? Geld? Eine Rolex? Rolex? Und eine Louis Vuitton-Tasche? Was? Scheiße. Was zur? Daran siehst du eine Louis Vuitton-Tasche und eine Rolex bringt dir nichts, wenn du hier bist. Wir kommen nicht durch. Wir brauchen irgendeine Karte. Karte? Ja, das wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir direkt hier durch könnten. Ich glaube, das ist das Ende. Wir sind einfach bei den Backrooms angekommen. Backroom? Ja! Das hier sind die Backrooms! Ja, wir können da aber nicht rein, wir müssen so eine Karte finden. Ja, scheiße, Digga. Ich glaube, wir sind quasi am Ende, aber uns fehlt der Schlüssel, um durch das Ende zu gehen. Aber gucken wir, was hier noch ist. Wir müssen alles ausnutzen, Berko. Also hier ist gar nichts mehr, außer auf dem Boden. Hier war irgendwo ein Draht, das habe ich gesehen. Ja, habe ich. Wie können wir die Bohrmaschine nicht mitnehmen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wäre zu einfach, dann damit Sachen zu bauen. Hauen wir hier schnell ab. Ich hoffe es noch nicht. Ey, der arme Kelvin, Digga. Hona. Kelvin wartet die ganze Zeit draußen, ne? Ja, Mann. Geh du vor mit deinem Licht. Ja, Digga, wir sehen so geisteskrank gut aus mit unserer Rüstung. Wenn du L drückst, hast du auch dein Feuerzeug draußen. Achso. Ah.
Das ist so ein LED-Feuer. Es regnet einfach, Digga. Oh nein. Ist es dunkel draußen? Nein, aber es wird langsam dunkel. Wir sollten uns echt beeilen. Ja, lass uns jetzt eine Unterkunft bauen. Ich glaube, wir Kelvin, haben ganz gute komm. Sachen. Wo ist Kelvin? Okay, dann sollen wir hier... Oh mein Gott, es hat geblitzt. Sollen wir einfach hier den Fluss hier entlang runter? Was ist das hier? Hier ist ein Auto einfach. Können wir das irgendwie... Hm. Ist einfach ein Auto. Golfkart. Aber das ist voll verwachsen. Das bedeutet, dass es schon länger hier ist. Ja. So, wollen wir hier runter? Ja, komm. Lass hier runter. Lass uns einen Platz finden, wo wir sagen, okay... Ah, das Ding! Das ist Kelvin! Kelvin! Kelvin, komm mal rüber jetzt hier. Kelvin sieht irgendwie so dumm aus, ne? Komm, Kelvin. Ja, der hört dich ja nicht, der Arme. Okay, lass, wir brauchen auf jeden Fall einen Platz, oh, wo ich sagen würde, okay, hier sieht's gut aus für ein Lager. Weißt du, wie ich meine? Wow, du musst aufpassen. Aber ich muss sagen, hier dieses, was ist das denn? Blitzt und donnert. Was ist das hier? Auch ein Baumstamm. So. Okay, wenn wir zur Küste wollen, müssen wir hier lang. Es gibt eine Kiste irgendwo? Küste, Küste. Ah ja, dann lass Richtung Küste. Ja, an der Küste Lager aufbauen wäre super. Weil wenn wir in der Küste sind, dann wissen... Dann, ist dann wissen wir, hinter so uns ist nichts. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil wir direkt am Wasser sind. Das ist wie diese Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte mein Bett am Rand haben vom Zimmer, weil man dann nicht zur einen Seite gucken muss. Ja. Ja, Mann, das war ein gutes Beispiel. Okay, warte, wir müssen auf Kelvin warten. Digga, wie lange braucht Kelvin? Scheiß auf Kelvin, Alter. Nein, Kelvin! Der hat uns verraten. Er ist aber nicht mehr da. Okay, wir gehen weiter. Er wird uns schon finden, habe ich das Gefühl. Ja. Aber es blitzt richtig. Wir sollten. Oh, und es wird langsam dunkel, okay. Das ist mir zu gruselig. Oh, hier unten, schau mal, wie findest du das? Warte. Boah, mit Wasserfall direkt. Und hier können da ist die Küste. Nimm mal deine Trinkflasche und füll dein Wasser hier auf. Okay, mach ich. Boah. Gut, jetzt hab ich Wasser. Okay, das Gute ist, wir können jetzt nicht verdursten und nicht verhungern. Das ist echt wichtig schon. Verhungern schon, weil wir noch nur rohes Fleisch haben. Ja, aber wir haben ja noch dieses Essen gefunden, dieses in der Kiste und Army-Essen. Oh, sei mal ehrlich, hier? Wo bist du? Bist du oben? Also hier so? Hier so oben, oder was? Ja, ich würde schon hier bauen, guck mal. Hier das Lager aufschlagen. Also hier genau. Hier ist sogar so eine kleine Fläche. Wollen wir unser Lager nicht da aufbauen, auf dem Sand? Also wenn wir es auf dem Sand aufbauen, dann müssen wir halt immer voll lange Kelvin! Laufen. Kelvin! Kelvin! Kelvin ist da! Digga. Ich hab gesagt, er schafft es. Warum duckt er sich auch? Kelvin, hast du einen Hundechip? Okay, warte mal. Ich glaube, der muss kacken oder so. Was passiert, wenn wir am Sand das bauen? Also, strategisch gesehen wäre es zwar besser, da zu bauen, aber... Wenn wir da unten bauen, müssten wir immer wieder das Holz dahin bringen und das würde voll lange dauern. Aber wenn wir hier bauen würden, dann... Nein, egal, lass das Holz dahin bringen. Egal. Okay. Wir machen das strategisch. Oh, scheiße, das echt dunkel. Oh, fuck. Es wird sehr dunkel. Weil jetzt haben wir auch die Gegner besser im... Digga, ich hoffe, das ist Kelvin. Ey, da rechts ist irgendwas. Ist das Kelvin? Ja. Ja, das ist... Hä? Da ist aber irgendwas anderes. Wer ist das denn? Wo? Berko? Wo? Was denn? Da ist irgendwas. Oh. Berko? Ach so, ich dachte, du meinst Kelvin. Was? Nein! Hä? Siehst du das nicht? Doch, das läuft auf dich zu. Ja. Warte mal, ist das... Ist das eine Frau? Ist das eine Frau? Sieht irgendwie geil aus.
Frau, glaube ich. Ha! Ey, warte mal, warum guckt sie dich an und nicht mich, Digga? Hä, warum? Aber warum kommt sie dir so nah, Digga? Ist das diese eine Frau, die vermisst wird? Sie hat Angst vor mir. Vielleicht, weil ich das Messer in der Hand... Sie hat drei Beine, Bruder! Sie fängt an zu tanzen! Hä? Und zwei Arme! Hallo? Sie läuft weg. Besser ist, Bitch! Du Bitch, hau ab! Warte, ich schmeiß keine Steine nach ihr. Mach oh, das. Fuck, ich seh nicht mehr, es ist dunkel. Langsam wird's gefährlich, glaube ich. Ich schmeiß auch Steine nach ihr. Warte, hey, ich seh grad nichts mehr. Ey, wir müssen was bauen, wir müssen was bauen. Komm, schnell, schnell ans Wasser. Jetzt wird's gefährlich. Siehst du mich? Ja, aber... Wo wollen wir jetzt schlafen? Ja, hier, wir bauen schnell was. Das ist nicht gut. Warte. Drück mal B, dann öffnest du dein Buch. Okay, lass nicht zu weit an die Küste, lass hier. Okay. Genau hier. Lass erstmal nur einfach, ich würde sagen, Feuer. Ne? Und, Dann. Warte, wie kann ich denn... Ah, da hier, Feuer, zack. Wie baue ich das jetzt? Verstärktes Feuer. Standfeuer. Wie baut man das? Ich glaube, du musst dein Holz... Ich sehe gar nichts. Ah doch, ich sehe noch was. Du nimmst ein Holzstück in die Hand. Hast du Holz abgebaut? Nein, du hast ja Holz. Äste so. Äste, erst meine ich. Nimmst du in die Hand? Hast du das gerade dahin geplaced? Ja, das ist nur die Konstruktion, die ist noch nicht gebaut. Guck, du nimmst einen Stock in die Hand, bam. Mach einen Stock in die Hand, bam. Jetzt kannst du anzünden. Lol. Stock in die Hand. Ich kann mein Essen da drauf machen. Digga, warum macht Kelvin Pause, Digga? Ich hab mein Essen reingeschmissen ins Feuer. Echt jetzt? Ja. Okay, du machst ja also schon Grill, bevor wir hier... Das glaube ich schlau. Aber doch nicht das ganze Fleisch. Warum nicht? Warum nicht das ganze Fleisch? Also ich habe nicht so viel Hunger. Oh, ich auch was hingegessen. Du musst warten, bis es brät. Warten? Ich weiß nicht, wie man das mit dem Stock macht, ehrlich gesagt. Jetzt, guck mal. So lecker, das sieht so lecker aus, so richtig saftig, knaftig. Ess es, bevor es verbrennt. Hab ich. Du hast es nur aufgesammelt, du musst es so essen. Also wenn du E gedrückt hältst, ne, dann isst du es direkt. Wenn du nur E drückst, dann sammelst du es auf. Jawohl. Digga, fett, Digga. Und ich kann noch eins essen direkt. Also wir müssen uns jetzt hier in dieses Jagdunterstand bauen, damit wir da schlafen können. Okay, das heißt, wir brauchen Holz, richtig? Genau. Digga, verpiss dich mal. Digga, was macht der da? Er schläft einfach. Sag Kelvin, er soll Holz bringen. Wie soll ich das sagen, wenn er schläft? Weck ihn auf. Kelvin, wach auf. Der Arme, ja. Idiot. Tut mir leid. Tut mir nicht leid. Baum fällt! Mach, bleib hier, baue, hol. Er kann Sachen bauen, nimm Gegenstand. Beseitige. Sag ihm, Holz bringt. Bleib hier, baue, hol. Ah, hier, hol Stöcke. Hol Stämme. Hol Stämme? Ja, hol Stämme. Hol Stämme und. Hol Stämme und mir geben. So. Hol Stämme und mir geben, Kelvin. Okay, verstanden? Und los. Kelvin? Ja. Wann geht der das Wasser? Kelvin! Hä? Warte mal, ich klär das. Geh mal zur Seite. Digga, chill dich einfach hin, Digga. Schmeiß ihn ab.
Hör auf! Boah, du hast ihn schon blutig geschlagen. Digga, er kratzt sich. Bist du dumm? Sag ihm, also Holz holen, bevor ich Stämme vergesse. Und mir geben. Verstanden? Er nickt. Ja. Er setzt sich hin. Er legt sich hin. Ey. Oh mein Gott. Er geht schlafen, egal, scheiß drauf. Ich hab's gleich, warte, ich hab's gleich. Ja, und wenn wir morgen aufstehen, der wird sehen. Der wird auf jeden Fall seine gerechte Strafe bekommen dafür. Oh, Code, mal Dankeschön für den Prime-Sub. Hä, von wo hast du das Holz? Ach so, hier. Ich hab einen Baum gefällt. Da kann man immer nur eins tragen. Ah, jetzt steht der auf einmal, wenn alles fertig ist, gell? Oh mein Gott, er stellt sich genau da drunter. Ich dreh gleich durch. Digga, Calvin, bitte verpiss dich. Okay, ist fertig gebaut. Können wir da jetzt pennen? Guck jetzt, was ich mach. Ich habe uns noch eine Sitzbank gemacht hier. Schön, ne? Ja. Okay, dann lass mal jetzt pennen. Wie droppe ich denn meine Sachen? Du musst G drücken. Guck jetzt. Oh, irgendwie dachte ich, ich mache uns auch eine schöne Sitzbank. Ah. Okay, komm, lass pennen gehen. Du musst auch pennen gehen. Ich habe uns hier eine schöne Eckbank gebaut. Sehr schön, hast du schön gemacht. Jetzt geh pennen. Okay. Ah. Oh. Oh, Digga, das war wichtig. Das war wichtig. Die Aussicht ist auch schön, muss man sagen. Und wir haben unser erstes quasi Haus gebaut, kann man auch sagen. Sieht gar nicht mal so schön aus. Ja, sieht okay aus. Lagerfeuer. Der mich am meisten abfuckt, ist Calvin, Digga. Was hast du ihm gesagt? Ich weiß nicht, er lächelt mich an, Digga. Ich hau ihn gleich zusammen. Okay, wir sollten vielleicht heute was Vernünftiges bauen hier. Okay. Was wollen wir bauen? Ich bin Architekt, sag du mir, wir bauen's. Wir bauen hier die. Warte mal. Oh, ich hab voll Durst und Hunger. Ich nicht. Trinken. Junior's Papa, dankeschön für den Prime Sub im 6. Mein Name gönnt dir deine Wohnung. Dankeschön, Bruder. Ich brauche ein bisschen was. Ich hab einen Fisch, den kann ich glaube roh essen. Okay. Wollen wir weiter erkunden erstmal oder wollen wir hier direkt bauen? Ich würde sagen, erkunden, dabei Sachen sammeln fürs Bauen. Also so alles, was wir sehen, Steine und sowas. Und dann kommen wir zurück. Wenn sollen wir Calvin hier lassen? Dann können wir auf der Karte sehen, dass der hier ist bei unserer Base. Ja, er soll hier bleiben, Calvin. Ich habe keinen Bock auf ihn. Calvin soll da bleiben. Okay, hier, bleib hier. Sag ihm das. Der nickt hier. Egal, er bleibt hier. Also hast du ihm jetzt gesagt, dass er hier bleiben soll, ne? Ja. Hey, da hinten ist ja was auf dem Meer, siehst du das? Mhm. Was zur... Ist das ein Boot? Ist das ein Boot? Ey, wenn wir das Boot nehmen könnten, könnten wir damit weg, viel einfach. Zurück zur Zivilisation. Aber können wir da hinschwimmen oder brauchen wir ein Boot, um zum Boot zu kommen? Ich weiß nicht, also ich glaube, ich kann schon schwimmen. Vielleicht ist da Loot oder so. Aber nicht, dass hier... Denkst du, hier sind Haie vielleicht? Ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Angst vor Haien. Nur vor Allah. Oh, hier! Hey, hey, hey! Oh! Hier ist ja. Digga, hier ist... Plane! Was heißt Plane auf Deutsch? Getränk! Ich habe Granaten! Hier ist irgendwer! Nein, ich habe Musik angemacht. Pistolenmunition? Digga, ist er tot?
Der Arme, der hat hier nicht überlebt. Ich nehme sein Geld. Ja. Geil, Plane, der hat nicht überlebt, jawohl. Plane ist weg hier. Oh mein! Was hast du gemacht? Keine Ahnung, da war so ein Ding, ich hab dagegen gestanden, bin fast gestorben. Ich hab kein Leben mehr, was muss ich machen? Sag schnell. Gib dir Schmerzen. Digga, was zur Hölle war das, Digga? Einfach Explosion, Junge, ohne aus dem Nichts. Hä? Komm, lass ins Wasser gehen, scheiß auf die. Nee, Bruder, ich sterbe gleich. Ja, gib dir Schmerztabletten. Du drückst I und dann sind da links so Ibuprofen. Digga, ist das orangene Leben? Sag, du hast auf diesen Gaspelz da drauf geschlagen. Ja. Ja. Kein Wunder. Ja, ist orangen Leben? Nein, das Orangen ist deine Rüstung. Ach so. Ich glaub, ja, du hattest volles Leben, gell, sehr ehrlich. Ich glaub schon. Oh, okay. Ey, diese Musik nervt mich. Ich hab echt keinen Bock, dass wir sterben, aber wenn hier Pistolenmunition ist. Komm, du gehst einfach und ich warte hier. Schildkröten! Also? Ja! Ja, Bro, warum tötest du die? Ich hasse Schildkröten. Das ist Mbappé. Das ist Mbappé, nimm das Mbappé. Mbappé. Hahaha! Oh. Ich esse es aus Versehen! Ich hab aus Versehen gegessen! Nimm das! Keine von euch überlebt! Ich hab zu viel Fleisch in meinem Rucksack. Alter, was ist das da drin, ey? Wollen wir okay. Da schwimmen? Wir schwimmen jetzt dahin, okay? Okay, komm. Merkt ihr, wenn du von einem Hai angegriffen wirst, schrei um dein Leben. Okay. Also aber hier sind, glaube ich, keine Haie. Ich hoff's auch. Und wer weiß, wo wir hier sind, Digga, mitten auf dem Ozean. Ja, das ist echt weit weg. Das kam mir voll nach wie vor irgendwie. Ich bin gleich da. Das ist endlich ein Boot. Boah, wenn wir damit weg könnten, ne? Ich glaube, das ist ein Boot. Ich kann schon nicht mehr. Ich bin gleich ausgepowert. Ich bin noch voll. Digga, hier sieht's echt gruselig aus. Ey, hier ist ein Hai. Nein, du lügst. Hier ist irgendwas. Schnell hoch. Schnell hoch. Lass mich hoch. Schnell. Komm schon, geh hoch. Oh mein Gott. Wir sind drauf. War da wirklich ein Hai? Oh mein Gott. Eine Knarre. Ich hab eine Knarre. Ich hab eine Knarre. What the fuck? Digga, ich hab eine Knarre. Was? Auf alles, ich hab ne Knarre! What the f... Ne Pistole, Digga? Dein Ernst? Deswegen war die Munition da hinten. Digga, wir haben einfach Waffen! Ein GPS-Peilsender. Digga, was? Wow. Ich muss, Berko, ich muss! Ich glaub, warte. Aber wir sollten die Munition sparen vielleicht. Munition sparen? Also ich habe drei Munition dafür. Oh Ich musste. Ich habe eine Möwe abgeknallt. Okay, lass dich zurück. Ich habe einen GPS-Peilsender gefunden. Ja, können wir das Boot nicht benutzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so nice. Okay. Lass wirklich zurück. Aber hier war keiner, du hast gelogen, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gesehen, was groß ist. Also hier vielleicht war es mein Schwanz. Ja.
Okay, ich bin wieder drüben. Ich finde es voll schade, dass wir das Boot nicht mitgenommen haben. Hey! Hey! Was denn? Komm schnell zu mir! Warum? Ist das Kelvin? Was denn? Wir haben doch Kelvin gesagt, er soll bei der Base bleiben. Ja, haben wir auch. Den Western Dis? Wer? Da vorne. Ich sehe niemanden. Doch, da. Da ist Kelvin. Kelvin? Das ist nicht Kelvin, oder? Das ist nicht Kelvin! Seit wann gibt es zwei Kelvins? Ich schwör auf alles, das ist nicht Kelvin. Wo läuft der hin? Guck mal, da hinten! Da war noch irgendwer, komm mir hinterher! Da sind irgendwelche Leute! Wir sind hier! Hallo! Kommt her! Wir sind auch Überlebende! Hä, ich dachte, da sind nur zwei, so nicht Multiplayer. Hallo! Wir sind hier! Kommt her! Ich hab doch gesagt, stell den Server nicht auf öffentlich. Vielleicht ist es. Hab ich nicht! Ey, die haben ja auch schon Waffen. Lol! Lass sie mit daher gehen, vielleicht wollen die, dass wir mitkommen. Hey, warum rennen die weg? Ich glaube, die sind schüchtern. Ich war auch immer als Kind schüchtern. Ja, oder die haben kein Headset. Den... Ah, warte. Ja, ich habe sie nicht aus den Augen verloren. Ich habe geschrieben. Ich schreibe auch. Oh, ich hab's falsch geschrieben. Ich hab sie aus den Augen verloren. Nein, da hinten! Bist du hinter mir? Ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Hier! Ha. Ey, du bist schon ein bisschen weiter weg von mir. Berko? Ja? Was zur Hölle ist das, Digga? Ich glaube, wir sollten hier weg. Hier ist ein Kopf, Digga. Ich hab's kaputt gemacht. Digga, ich dachte, hier gibt's nur Tiere. Ich hab's kaputt gemacht. Ich muss das. Digga, das waren safe diese anderen Spieler, diese Hunde. Digga, mit denen sollten wir uns vielleicht doch nicht anfreunden, ich sag dir ehrlich. Was? Wie viele sind das, Alter? Lass wieder zurück. Lass wieder zurück. Wollen wir nicht hier links hochgehen auf Erkundung? Sollen wir hier lang gehen? Ich hab ein bisschen Angst, Digga, nach dem, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Alter, die sollen. Wenn die kommen, dann schreibe ich direkt. Was willst du denen schreiben? Ja, ob die zusammenspielen wollen. Ja, aber nur Baseball. Wenn die nicht so eine Scheiße machen, Digga. Also ich würde denen auf jeden Fall sagen, die sollen mir Holz und so farmen gehen. Wieso Kelvin? Einer fragt, ob Brokkoli auch live ist. Nein, ich bin nicht live. Warte mal, wer ist Brokkoli jetzt? Ich glaube, er meint dich. Boah, was ist hier oben? Hier ist voll die geile Stelle, guck mal. Ja, das ist echt eine geile Stelle. Hier sieht's voll friedlich aus, so. Aber hier ist die Küste. Man fühlt sich voll frei hier. Kein Internet, keine Playstation. Stell dir vor, du wärst wirklich auf so einer Insel. Was würdest du machen? Hier? Ja. Ich glaube, ich würde mich genau... Komm mal mit. Ich würde mich, glaube ich, genau hier hinstellen. Würde mein Handy wegpacken, wenn ich eins habe. Würde rausgucken in die Natur. Übers Meer. Würde dann an mein ganzes Leben denken. Und wie schön es gerade ist. Digga, stell dir mal vor, du sitzt hier und kackst hier einfach runter. Digga, du hast den scheiß Moment kaputt gemacht, Digga. Ich hab grad so was Schönes gesagt, Digga, und du sagst, du kackst hier? Digga. Bruder, wenn du kackst, kannst du auch runterfallen, Digga, und stell mal vor, du fällst runter und stirbst beim Kacken. Das wird nicht passieren. Wir gehen einfach weiter, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Scheiß wortwörtlich drauf.
Digga, gibt es hier auch mal andere Spiele oder sind wir die einzigen? Ich glaube, wir sind die einzigen. Ich nehm nebenbei mal ein bisschen Holz mit. Oder bringt das nichts? Das bringt nichts, weil das kannst du ja sowieso nicht mitnehmen. Aber weil es so weit weg ist, ne? Ja. Ich will es jetzt trotzdem machen. Alles, was ich angefangen habe, muss zu Ende gebracht werden. Pass auf, Mirko! Digga. Ja, du fällst dir die Bombe ab, nimmst du sollst nicht mal mit. Ja, du meintest doch, ich kann das gar nicht mitnehmen. Ja, warum fällst du? Ja. Egal. Oh, Mann. Hier ist es wieder so ein bisschen dichter. Ohne Spaß, das sieht schon sehr, sehr schön aus hier. Dafür haben die jetzt 5 Jahre gebraucht, oder wie lange? Ey, was? Warte mal, wenn wir doch einen anderen Spot suchen. Was ist? Warum haben wir deinen Kerl da gelassen? Kommt er eigentlich wieder, wenn wir ihn da gelassen haben? Nein, der bleibt, glaube ich, für immer da. Na, scheiß auf Calvin, Digga, hat eh nichts scheiß gemacht, der Bastard. Scheiß auf Calvin. Oh, das scheint wie so ein Weg zu sein. Wer hat hier einen Weg hingemacht? Ja, das frage ich mich auch. Wir müssen safe andere Spieler drauf sein auf der Insel. Lol, diese Berge und so. Das erinnert mich schon krass an Kurdistan. Mich auch. Lass mal weiter links gehen, so. In die Mitte. Boah, denkst du, wir könnten da hoch? Auf den Berg? Ja, Mann. Also, wenn ich das schaffe, ne, dann... Bist du ein wahrer Kurde. Ich glaube, da oben. Boah, hier unten kann man auch schön bauen, eigentlich. Aber es wird dunkel, ich schwöre, es wird dunkel. Nein, oder? Ich glaube, das wegen den Wolken. Guck, der Herz wegen den Wolken, siehst du, da oben. Ach so. Warum trage ich das Holz eigentlich mit mir? Keine Ahnung, schon die ganze Zeit, Junge. Da kommen wir aber nicht hoch. Meinst du? Kann man klettern? Oh mein Gott! Also ich schaffe es! Ich bin gleich oben einfach! Achso, du schlecht. Auch! Ich dachte, ich bin der Einzige, der es schafft. Wie schlecht ist das, Digga? Man kann ja einfach hoch. Digga! Aber hier kommt man nicht weiter. Doch, du gehst einfach nur den falschen Weg. Da kann man auch nicht so, habe ich schon probiert. Nicht gut genug, mein Böden. Schaffst du's? Nein. Okay, wie können doch nicht so weit gekommen sein? Ey, wieso kommt man hier nicht hoch? Hier muss man bestimmt lang. Wow. Nee, das ist mir zu gefährlich. Vielleicht kann man ja hier lang. Viel zu steil hier, glaube ich. Ah, da vorne ist. Hier vorne. Bleib vorsichtig, ja, Mann, hier, ne? Hier kann man hoch. Digga, wieso habe ich Höhenangst gerade? Hast du Klaustrophie oder wie das heißt? Klaustrophobie? Wie heißt das? Klaustrophie? Wie heißt es? Auf jeden Fall nicht. Digga, du hast Klaustrophobie Amanakafie gesagt, Digga. Ist daraus eine türkische Beleidigung gemacht. Klaustrophobie. Klaustrophobie. Ja, habe ich sogar, ehrlich. Digga,
Enkenen Donis. Diese Höhlen sehen. Nee, ich hab echt diese Klaustrophobie. Hamid, wer findest du besser, FC Basel oder FC? Klaustrophobie, Junge! Wieso spricht das aus? Klaus? Warum sagt man überhaupt Klaus, Digga? Ich glaube, das war der Erste, der das hatte. Lol, da hinten ist einfach. Siehst du das? Was? So weiße Berge einfach. Alter, wenn wir diesen Berg bestiegen haben, können wir den auch locker besteigen irgendwann. Ja, da wohl, da irgendwann, da irgendwo, wann unser Haus dran drauf ist. Das wäre geil. Auf dem weißen Berg. Warte mal. Hey! Was war das? Hast du geschrien? Nein! Ja, du arsch mich, Digga. Ich schwöre auf alles, ich hab nicht geschrien, Berko. Komm jetzt ein Sperr, Digga. Sicherheitshalber. So. Baust du? Achso. Wer schreit jetzt hier rum? Ich will auch ein Sperr bauen. Wie baut man das? Zwei Stöcke? Ja, wie baut man nochmal? I, also I. Dann machst du zwei Stöcke in die Mitte. Ein Panzertape und ein Messer. Wo sind Stöcke? Ganz rechts. Ich hab nur einen. Scheiße. Wieso hast du einen Stock? Ich hab nur einen Stock. Ich geb dir dann einen. Da ist ein Stock. Okay. Ja, mit. Ja? Ich glaube, da ist ein anderer Spieler, guck mal. Das ist ein Aff. Nee. Treffen 02, donated 50 Bits. Paar mit Essen und. Was kann man hier? Guck mal, der springt auf einen Baum. Der ist auf einem Baum drauf. Warte, ich schreib. Hallo? Do you have Mike? Hallo, weg! Wieso schreibt der nicht, Digga? Hey. Achso. You stupid. Ich glaube, der hat Angst vor uns, weil wir zusammen sind mit Axt und Waffen. Aber ja, okay, stimmt. Er hat auch nichts, Digga. Er hatte nicht mal irgendwas zum angezogen. Ich fühle mich voll mächtig mit meinem Iron Man Arm. Ich höre wieder was. Ich glaube, der ruft seine Cousins. Besser FC Basel oder FC Zürich? FC Basel. Oh, der greift mich an! Wer? Hilf mir! Ich helf dir! Wo ist er? Was ist mit ihm los? Was ist mit ihm, Digga? Los, Digga? Bist du dumm? Bist du dumm, Digga? Peach. Warte, ich schreib mal Chat. Admin. Ist ja dumm. Hey, was hast du ich gemacht? Ich nehm ihn. Ich hab sein Bein. Ich hab ihn runtergeschmissen, den Wichser. Guck mal, was ich in der Hand hab. Du hast sein Bein aber mitgenommen. Komm, lass weiter, Digga. Das gefällt mir nicht. Reese, RTG, Dankeschön für den Prime Sub im dritten. Oh, ich muss was trinken. Ich auch. Digga, ich muss in Real Life was trinken. Warte mal kurz, ich hab voll Durst. Real Life? Also, ja. Warte kurz. Ich muss in Real Life auch was trinken, Digga. Fällt mir gerade auf. Digga, ich schwöre, ich hätte vergessen, in Real Life zu trinken, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich habe auch Hunger. Jawohl. Oh, und ich bin müde, glaube ich. Okay. Jungs, denkt daran zu trinken. Ich glaube, ich bin müde, oder was bedeutet dieses Nachtzeichen? Oder ist das Türkei-Flagge einfach, die auf und ab blinkt? Bei mir blinkt so ein Mond rot. Ist das einfach Türkei-Flagge, oder was? Ich glaube, das ist Türkei-Flagge. Oder ich glaube, das symbolisiert eine Religion. Kann sein. Eins von beiden. Okay, wir müssen jetzt wirklich irgendwas machen hier. Wir können ja nicht einfach rumstehen. Komm, du bist der Wegweiser. Lauf vor. Okay. Komm mir hinterher, okay? Ja. Fehler. Rüber. Na, was ist das denn hier?
Hä? Hier sind... Das sind Boote. Seile. Und Seile. Warum können wir die nicht benutzen einfach? Was für eine Scheiße. Oh mein Gott, weißt du, was ich mir gebaut? Die auch nicht kaputt machen, leider. Weißt du, was ich mir gebaut habe? Was denn? Ein Bogen. Zeig mal. Zwei Stöcke, ein Seil und ein Panzertape. Hier. Warte. Was ist das jetzt? Siehst du's? Nein. Hier! LOL! Ja! LOL! Jawoll! Okay, ich beschütze dich. Lass aber hier weiter. Das war ein guter Richter, der Weg hier. Lass sie hoch. Ich bin auf jeden Fall müde, wird mir gesagt. Wir sollten vielleicht die neue Unterschlupf langsam bauen. Aber das kann doch gar nicht sein. Du hast doch genauso viel geschlafen wie ich. Ja, und du bist nicht müde? Ah, vielleicht völlig Nee. Ist auch geschwommen. Hä? Was denn da? Hey, guck mal, hier ist ein Ding. Hallo, Leute. Hi. Ey, die haben schon eine Base, Digga, und wir nicht. Was? Wir haben die das gebaut. Was haben die? Warum haben die so eine krasse Base? Lass doch auch einfach hier chillen, oder? Mit denen? Hi, Leute, können wir hier auch schlafen? Warum guckt der so grimmig? Ey, die umzingeln uns. Warum umzingeln die uns? Was denn? Ne. Warte mal, ich kläre das ganz einfach. Hast du ein Problem? Ey, komm hier. Komm mit, nicht mehr. Ey, lauf ihn drauf, auf ihn drauf. Du Hund, komm her, du Beach! Er hat mich, Berko! Ich hab dich! Danke, wir Berko. Müssen weg hier! Wir müssen weg hier! Lass abhauen! Lass abhauen, Berko! Abhauen! Schnell! Hat er dich echt geholt? Ja. Warum hast du auch ein Seil in der Hand? Nimm doch deine Axt! Ich hatte vorher meine Axt in der Hand. Ups. Du musst Tabletten schlucken, schnell! Pass auf, dass die uns nicht entgegenkommen. Ich baue mir mehr Pfeile. Die werden sehen, was sie davon haben. Ich renne nicht weg. Ich habe keine Feder. Fuck. Wow, hier ist ja noch ein Lager. Lol. Hier, komm, lass uns plündern. Ist kaputt gemacht. Ich gönne dir nicht. Digga, hier hängt einfach irgendwer. Ich bin drin. Mach kaputt. Ich gönne dir nicht. Alles kaputt machen. Ja. Digga, lol. Hier sind einfach Leichen drin mit so Sachen. Das waren Menschen vorher. Ey, ich glaube, das wollen die auch mit uns machen. Ey, hinter, ey. Beko. Pass auf. Die sind stark, Beko. Ja. Das ist so ein kleiner Hund. Hm? Willst du mit uns Wachs machen? Ist ja dumm. Ey, mein komplettes Fleisch ist vergammelt. Komm, lass gehen. Aber warte, guck mich mal an, Koya. Siehst du mich? Ja. Warte. Ich habe eine Ledertasche gefunden. Was bringt die mir? Warte, hier müsste gleich was Cooles kommen. Was bringt uns eigentlich die Maske? Mit der Maske sehen wir ein bisschen aus wie die. Bringt uns das was? Oh. Guck mal. Warte mal, lass den mal. Ey, da kommt einer. Ich zeig den. Hier. Siehst du das? Siehst du das? Das ist dein Bruder. Ja. Oh nein. Hier, das ist er. Wir haben ihren Mann getötet. Oh nein. Selber schuld. Warte. He first möchte uns angreifen. Yes. Warum redest du jetzt über dein Walkie-Talkie? Walla. Hier, siehst du das? Das ist dein Mann. Das ist dein Mann, Bitch. Siehst du das? Das ist dein Mann. Ja, renn lieber. Renn lieber. Ich höre dich gerade in-game die ganze Zeit. Wie mache ich mein Walkie-Talkie aus? Du musst das wegstecken.
Geht nicht. Ich höre dich in-game. Durch den Walkie-Talkie reden. Pinkies, danke schön für den Prime-Sub. Soll ich dir zeigen, wie sich das anhört? Ja, zeig mal. Hallo, hörst du mich? Nein. Hörst du mich nicht übers Walkie-Talkie? Nee. Also ich höre dich übers Walkie-Talkie. Ja, wie mache ich das denn raus aus meiner Hand? Ja, geh. Ja, geht auch nicht weg. Ich habe einfach zweimal L gedrückt. Okay, weißt du was? Ich glaube, wenn wir die Maske aufziehen, denken die vielleicht, wir sind die. Checkst du? Ja, aber, Digga, lass dir das gefallen, das, was wir gemacht haben? So, lass mal so mit den Masken zu denen gehen. Ja, okay, du hast recht. Bitte, wo ist meine Maske? Oben links, ich hab's. Komm. Die sind, glaube ich, zu dumm. Mhm. Und dann klauen wir deren Sachen. Jetzt. Zieh auf. Hey, hä? Die sind weg? Nein, das da vorne. Da hinten sind die, okay. Ich klau schon mal. Wow. Muss kurz meine Axt in die Hand nehmen. Ey. Was? Was hab ich getan? Warum? Hä, was ist das? Hä, was ist das bei mir? Ich hab Seil. Er kommt, Hilfe! Ey, ich kann nichts machen, Bro. Mein Spiel buggt. Der rennt hinterher. Hurensohn, du, komm, ja, Maniac. Komm, ja, Maniac. Ich fick deinen Arsch. Jawohl. Du hast ihn. Pack ihn an den Arsch. Mehr. In seinen Arsch. In sein Arsch. Ey, was ist das, Mann, bei mir? Wie verbuggt ist das? Ich kann nichts machen. Was mache ich bei dir? Du hast deinen Rucksack einfach in deinem Gesicht. Ja! Ich kann nichts machen. Digga, du hast deinen Rucksack in deinem Gesicht. Das Spiel buggt bei mir. Ich kann gar nichts machen. Geh nochmal raus und geh wieder rein. Nein, dann ist ja alles weg. Du musst mich mal töten. Ehrlich jetzt? Ja, töte mich mal und heb mich wieder auf. Du wolltest es so, Berko. Okay, heb mich wieder auf. Oh. Verdammt. Okay, gut. Ja, komm, lass zischen. Oder sollen wir da lang? Moment. Sollen wir hier lang? Wir müssen schlafen und ich muss reconnecten, weil ich habe auf jeden Fall einen heftigen Bug. Hinter dir, Bro. Oh nein. Lass weg hier, lass schlafen irgendwo. Komm. Das sind zu viele. Wo bist du, Adam? Ey! Berko! Lauf einfach, lauf, komm. Das sieht nicht normal aus, Bruder. Das ist kein normaler. Berko? Oh fuck, hier links sind auch überall welche. Aber keine normalen, oder? Ja. Die haben sich angemalt. Ich glaube Pride Month oder so. Lass weg. Warte, es wird gleich dunkel. Wir können gleich schlafen. Ich kann eine Plane bauen, okay? Okay, lass hier ans Wasser. Ans Wasser ist immer gut. Okay, pass auf. Jetzt guck, was ich baue. Oh, ich kann nichts machen. Du musst das bauen. Ich baue was. Also, guck mal. Du machst jetzt, ne? Du drückst I. Und oben rechts ist sowas wie eine Decke, eine Plane. Ja. Und die nimmst du und schmeißt die auf den Boden jetzt hier. Nicht ins Wasser, sondern so hier. Geht nicht, weil alles rot. Und dann guck, wo es geht. Vielleicht hier so. Ich glaube, das muss so gerader Boden sein. Hier ist überall rot. Ne, vielleicht weiter rechts halt einfach. Nicht am Wasser, sondern... Genau. Ja, doch, du hast recht. Hab gemacht. Okay, jetzt nimmst du einen Stock in die Hand. Oh. Okay. Geil. Und jetzt? Genau, jetzt machst du das dahin. An die Ecke. Ja, wie? Welchen Knopf?
E. Ah. Auf einer Seite geht das nicht. Okay, jetzt. Weißt du, du musst erst drück mal E und speichern mal ab. Warum? Weil, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel ohne zu speichern gehst, musst du alles von neu machen. Du musst immer abspeichern. Mit E speichert man, er hat nichts gezeigt bei mir. Und jetzt haben wir eine Plane, jetzt können wir hier schlafen? Ja. Nice. Ja. Hast du gespeichert? Nee, wie speichert man? Warte, ah, schlafen. Jetzt, neuer Spielstand. Habe ich. Genau, neuer Spielstand, okay. Ja. Speichern, so. Jawohl, das war clever. Und das nehmen wir jetzt wieder mit, oder? Warte, ich muss ganz kurz reconnecten, weil bei mir, das ist voll verbuggt. Ja, ist okay. So, ich baue das so lange ab, oder? Nee, kannst du da lassen. Also das kannst du nicht mehr mitnehmen, das ist halt das Problem. Ach so, ich kann es auch gar nicht mehr mitnehmen. Ja. Man kann es so einmal benutzen, mäßig. Ja, das dafür sind die Planen da. Okay, ich verstehe. Oh, ich habe Hunger, ich esse was. Mir. Ich nehme mir auch so lange noch was Süßes von Goa. Hast du was mitbekommen? Ja, Digga, mein Bruder hat mich angerufen. Der hat gesagt, ey, Hamid ruft dich an. Ja, ich komm gleich. Der so, ja, der isst jetzt irgendwas, so wie lange du kommst. Robert hat, ich war bei Robert. Und ich hab bei ihm Sachen geklaut. Geklaut? Bruder, so sind wir. Ich würde auch alles klauen. Ich würde sogar dich geklaut. Das war Achtermäßig. Kennst du? Ja, der hat seine Fußballschuhe geklaut, ne? Genau. Sehr geil. Schmecken die wenigstens? Ja, da sind sogar geile Sachen dabei, Digga. Boah, ich habe jetzt auch voll Bock auf was Süßes bekommen. Ich glaube, ich esse. Ich würde dir ja was geben, ja, aber. Ja, ich schmatze einfach ein Mikrofon rein, dass ich noch mehr Bock drauf bekomme. Nein, sowas würde ich nicht machen. Ja. Du Kleiner. Komm. Ey, weißt du, was ich jetzt mache, Digga? Es reicht mir mit denen. Was denn? Es reicht mir, ich lass mich Digga, jetzt nicht. Hä? Was ist? Ey. Was ist denn? Guck mich mal an. Ey, ich hab meinen Pistolenaufsatz kombiniert. Du bist weiß geworden. Bin ich alt geworden? Ja, alt und weiß. Mein Enkel soll und ich erzähl dir mal. Ja. Ich geh dir jetzt auseinandernehmen. Das reicht mir mit dir. Waffe? Warte, die Waffe pack ich weg, meinen Bogen nehme ich. Ah, ich trinke erstmal was. Trink den Energy Drink und trink, ess ein Meal Prep. Ja. Army essen. Richtig. Ist dein Dings wieder voll jetzt? Hattest du ehrlich einen Energy Drink? Ja. Also wenn ich ja. Hier die Hunde auf. Okay, die sind hier. Nein, ich hab Angst alleine. Ja, warte auf mich. Okay, ich sehe. Ey, die haben mir einen gefangen. Wie eingefangen? Oh. Das musst du sehen. Müssen wir den befreien? Also da sind auf jeden Fall diese Monster oder was das ist, diese Spieler. Und ein... Okay, erstmal müssen wir die auseinandernehmen, glaube ich. Komm. Hund, den? Türkische Kombination, osmanische Schelle. Hinter dir! Ah. Er hat Hose an! Ich will die Hose! Schöne Hose, Bruder. Gib her. Deine Hose. Geil, gut Kombi, Digga. Da ist noch einer. Hab ihn. Ich will seine Hose. Oder scheiß drauf, seine Hose. Der hat mir reingeschissen, reingefurzt, reingepisst. Ist mir egal, die sieht gut aus. Ey, guck mal hier. Wo denn? Machen wir mit dem? Hier. Warte mal, ich hab eine Idee. Er scheint doch nett zu sein. Wollen wir den befreien? Ja, warum ist er... Ey, da ist wieder so ein Schwarzer!
Ey, der sieht gefährlich aus. Oh, oh, der hat mich. Oh. Beko, nein! Beko! Oh. Der sieht gefährlich aus. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ich mach Trick 17. Lock ihn weg von mir. Savarasa. Simbatama. Da ist er unten. Lass es zusammen drauf. Komm. Moment, 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 warte, warte, ich klär das. Er haut ab. Ja, aber ich weiß, warum er abhaut. Guck, meine Hand. Hey, hinter. Knall ihn ab! Knall ihn! Bitch! Bitch! Kleine Bitch, Alter! Bitch. Willst du gegen uns was machen? Warum, Alter? Ist ja dumm. Okay, ich sollte aufhören. Ich bin nicht mehr gleich. Hey, hey! Ich bin tot! Oh! Ich hab dich! Lebst du? Ich bin tot. Er hat dich gefinisht? Ja. Nein. Er hat mich gefangen! Ich bin angekettet! Wo bist du? An seinem Lager, angekettet! Wo? Ich bin in irgendeinem Lager angekettet! Ich weiß wo, warte, ich befreie dich! Bergo, du musst mich holen! Das reicht. Ja, hier. Bergo! Wie befreie ich dich? Ich kann nicht. Ja, ich mache, ich mache! Dein Messer! Oh. Junge, was zur? Du hast deine ganzen Sachen aber noch, das ist das Gute. Hier, ne? Ja. Mein Rucksack. Der Wichser. Die wollten dich looten einfach. Scheiß Wichser. Die mit deren Sachen, warte, mit dir hier sind. Einer. Der wird jetzt sehen, der wird jetzt sehen. Mein Freund, hä? Ich klau deren Sachen. Hast du ihn auseinandergenommen? Hier. Danke, Bruder. Kein Problem. Ah, yo, du weißt, Alter. Keiner macht Faxen. Sollen wir müssen auf jeden Fall jetzt unser Lager bauen, unser vernünftiges. Ja. Aber nicht hier. Lass ein bisschen weiter weggehen. Ja. Da sieht cool aus. Da ist so eine Klippe. Lass hier den Fluss hoch. Je höher, desto besser. Meinst du? Ja. Ja, okay, komm. Also, ich kann auf meinem Handy sehen, dass links unser Flugzeug war, was abgestürzt ist vorhin. Unser Heli. Also, wir sind in der Nähe von unserem Spawn sogar. Ah. Stimmt. Und was sind diese Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Peilsender. Und dieser Punkt, der die ganze Zeit biebt, es gibt mehrere. Hier ist einer, der weiter weg ist von unserem Spawn. Lass dahin. Stimmt. Und auf dem Weg finden wir vielleicht den passenden Spot. Mir tut Calvin ein bisschen leid, ja. Scheiß auf Calvin, Wichser. Denkst du, der wurde schon frittiert von dem? Ich glaube, der hat den auch leid getan. Vielleicht haben, wenn wir da sind, haben wir wieder so einen guten Spot. Alter, weil ich schon Opa bin, jetzt bin ich voll langsam. Ich muss auch so jetzt gerade nochmal gehen. Ich bin so müde. Alter, komm, beweg. Ich muss meinen Arsch bewegen jetzt. Was ist dieser rote Balken? Was bedeutet der? Welcher rote Balken? Der in diesem Kreis, was um die Map ist, unten rechts. Ich glaube, das ist dein Testosteronspiegel. Ehrlich jetzt? Hä? Ich schon. Hey! Hä? Berko? Wenn du ein Maniak bist, bin ich auch ein Maniak. Komm her! Nimm ihn auseinander. Ey! Ey, er hat mich! Bau dir einen Speer Hund. Einfach, du Hund! Da waren aber noch mehr, pass auf! Ich könnte jetzt so easy gedingst werden. Pass auf. Also ein Speer ist auf jeden Fall besser.
Ja, ich nehme ihn auseinander. Ich muss mir ehrlich einen Speer bauen. Ey! Pass auf! Ey, ey, Hilfe! Noch einer? Pass auf, lauf weg, Beko! Kein Problem. Oh, was hast du gemacht? Granate! Ich glaube, ich habe ihn getötet. Habe ich ihn erwischt? Glaub schon. Er ist einfach in mehrere Teile zerflogen, glaube ich, ja? Hä? Hey, wir liegen Sachen griffbereit, nice. Das war aus Versehen, da vorne sogar. Ist, da vorne ist so Zelt und so, wieder so ein Lager. Warte, wie baut man einen Speer? Zwei Stöcke in die Mitte, ein Panzertape und dein Messer. Digga, er schmeißt einfach Granate, Digga. Und du hättest mich gerade fast umgebracht. Ja, ich hab dir doch noch gesagt, hau ab mäßig. Ja, hau ab, nachdem du die Granate hingeworfen hast. Ja, aus Versehen habe ich sie geworfen, Junge. Egal, wenigstens. Hast du jetzt einen Speer? Ja. Okay, gut. Wollen wir noch da rechts gehen, bevor wir zum grünen Punkt gehen? Was rechts? Da rechts ist, glaube ich, noch Loot. Woher weißt du das? Oh mein Gott! Was ist das denn? Dicker! Was sind da hierher? Komm her! Laufen die, Alter. Sollen wir einfach auf die scheißen? Ja, komm, scheiß auf die. Lass rechts zum Lager gehen. Aber was für ein Lager meinst du? Da ist nochmal so ein Camp von denen, glaube ich. Oh nein, da sind wieder viele Kannibalen, aber scheiß auf die. Hinter dir! Alter! Wie gut du das gesagt hast! Hintermann, so sagt man doch im Fußball. Hintermann! Oder sagt man im Fußball, aber nicht in... Digga, warum ist denn... Ich bin schon kurz, kurz davor zu sterben. Gibt hier Tabletten. Ist dieses rote Sterben? Ja. Ja, okay, das geht wieder hoch. Und automatisch. Ja, aber nur langsam. Wenn du dir Schmerztabletten gibst, dann kommst du wieder komplett vor. Das war meine letzte Schmerztablette. Okay. Digga, ich hab ihn aufgespießt. Komm, lass einfach zum Punkt, okay? Dann haben wir wieder guten Loot. Aber bei dem Punkt waren wir noch nicht, oder? Nee, das ist der weiter weg ist. Hinter mir die ganze Zeit. Ja, was wollen die von dir? Guck mal, sobald du kommst, gehen die weg. Ich glaub, die haben Angst vor dir. Ich weiß, was ich jetzt mache. Oh, gar nicht mal so schlechte Idee. Falls sie kommen, zeige ich den Kopf hier. Damit die wissen, mit wem die es hier zu tun haben. Wir machen keine Fexen hier, Selemi. Okay, ich bin bei dem grünen Punkt, aber hier ist nichts. Doch, doch. Du musst noch ein bisschen weiter nach vorne. Kann man Beeren essen? Hier muss irgendwas sein. Hier, das ist... Komisch, Alter. Hier. Da was? Nee, ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwas. Da! Hä? Hey! Was ist das hier? Hier ist ein Wagen, der funktioniert. Kamerastativ. Was passiert da in der Mitte? Was ist das denn? Hey, wer ist das in der Mitte? Digga, ist das der Endgegner? Oh, fuck. Hol deine Knarre raus! Ich hab keine Muni mehr, du musst die rausholen. Wo ist meine Knarre? Sag schnell, wo? In der Box oben, in der obersten Kiste. Hä, da ist keine Waffe. Ah, doch. Ich hab meine Waffe. Verpiss dich, ja. Ja, Maniac. Das, ich glaub, das ist der King. Was willst du hier? Er kommt. Hast du ihn? Ich hab ihn einmal ab... Er lebt noch. Headshot. Hab ihn Headshot gegeben. Er ist gestorben. Echt jetzt? Ja. Der große Fettsack. Hä, hey, wie sieht der aus? Digga, das war der Endgegner, glaube ich. Was ist der, Digga? Ey, guck mal, hier ist sogar so ein Stuhl. Ich hab seinen Kopf abgehackt.
Guck mich mal an. Gehört zu denen. Digga, verpiss dich mal von diesem Stuhl, Junge. Guck mal, du hast einfach auf einem Kopf von irgendwem gesessen. Oder Arsch. Du hast auf einem Arsch von wem gesessen. Guck dir das an, das ist doch ein Arsch von irgendwem. Was ist da dran? Blutetial. Aber warum ist hier so ein grüner Punkt? Es muss doch irgendwas mehr geben. Ja, das war's, glaube ich. Hier hat der Endgegner gewohnt. Das ist der Endgegner, war, Digga. Der war ja direkt down. Ja, weil ich ihn abgeknallt hab, Digga. Ich hab keine Munition mehr jetzt. Scheiße, wir haben jetzt keine Muni mehr, ne? Wenn's ernst wird, dann wird's ernst. Wir haben beide keine Muni mehr. Weil das Einzige, was ich hab, ist ein Bogen halt noch, ne? Wenn ja. Ich damit jemand auf den Kopf schieße, dann ist er auch direkt tot. Wobei, vielleicht können wir es irgendwie schaffen, uns Munition zu bauen, Digga. Hier ist einfach eine Kamera. Oh, lol. Hier ist eine Frau. Das ist ein Kannibal. Vielleicht können wir das irgendwie... Geht die Kamera kaputt? Ich glaube nicht. Schade. Ja, aber der muss doch irgendwas geben. Hier sind viele Sachen, aber... Lol, was ist das denn hier? Digga. Digga, die sind so dumm, die wissen nicht mal, wie man Sachen anpflanzt. Sind überall Seile, Digga. Warum haben die so viel Seile? Als ob jetzt hier nichts ist. Das war das, glaube ich. Hier sind echt viele Seile. Das war das. Digga, schade, dass wir das Auto hier nicht benutzen können. Das wäre geisteskrank. So ein Kart, weil das sieht noch so voll intakt aus. Golfauto, ne? Ja. Das sieht noch so voll intakt aus, weißt du, ich meine? Boah, danke schön für den Prime-Sub. Im zweiten, bester Streamer, ich gestern jetzt. Können wir den Stuhl kaputt machen? Oh. Dann müssen wir weiter. Hey, der hat Verstärkung gerufen. Okay, lass abzischen. Lass abzischen. Wir suchen uns jetzt eine Stelle, wo wir unser Quartier aufschlagen können. Guck mal, mit dem Ausblick, das wäre schön. Wo? Oh, aber hier sind wir direkt an diesem scheiß Lager, ne? Vielleicht. Oh mein Gott, das sieht perfekt aus. Komm, hier ist ein Flugzeug. Wo? Und hier sind irgendwas für Tiere, Digga. Was sind das für Tiere? Rehe oder so? Koffer! Oh, hier könnte man echt bauen. Boah, ich sehe das Flugzeug! Ja. Digga, was ist das für ein Tier da hinten? Lol. Heilige Scheiße. Lol. Mann. Ist sogar da noch der Flieger drinne. Zeig mal. Oh shit, der ist ja auch abgestürzt. Wo sind hier so viele Sachen abgestürzt? Unser Heli. Ey, habe ich jetzt eine... Ey, du hast andere Klamotten an jetzt. Ja, ich habe irgendwas aufgehoben. Lederjacke, kann ich die anziehen? Habe ich meine angezogen, oder was? Wenn wir hier noch einen Laptop irgendwo finden... Dann könnten wir uns noch was bauen an dieser Rüstung, ne? Ja. Ich habe sogar zu viel Essen schon. Ich esse. Ich esse schon mal eins, Digga, damit ich das andere mitnehmen kann. Ja. Ey, das sieht voll geil aus, Digga, so voll lecker. Digga, hier sind so viele Kisten, Bro. Digga, wir haben jetzt so guten Loot, Digga. W ist in den scheiß Chat. Ey, denkst du, diese Kisten respawnen hier? Also ich hab wieder eine scheiß Uhr gefunden. Ja, irgendwo müssen Sachen halt respawnen, ne? Damit man immer... Also wenn die Sachen hier respawnen und wir hier bauen würden, dann hätten wir... Dann hätten wir den ultimativen Spot, ja. Hast recht. Okay, dann lass einfach... Da hinten ist noch irgendwas. Irgendwas Blaues. Ist das ein Stromkasten? Oh, ach so. Schade, ja.
Aber wir könnten auf Ernst hier bauen. Das ist ein Stromkasten. Wollen wir hier bauen einfach? Ich will den töten. Lass hier bauen. Ich werde das Ding hier umlegen. Lass genau hier bauen, okay? Okay, warte gleich. Wie baut man nochmal? Oh, der dreht durch, Digga. B. Mit B halt so. Oder du kannst dein Holzstück in die Hand nehmen und selber bauen halt. Aber wir müssen Holz farmen erstmal, das ist ja das Ding. Ich baue das schön so, genau. Hier so hin. Okay, hab. Was hast du gemacht? Bretter. So eine Holzhütte. Wir müssen Holz farmen, aber Holz haben wir hier überall, das ist gut. Okay, warte, ich nehme meine Axt. Auf an die Arbeit. Auf. Ach, wer Kelvin jetzt noch hier? Wer könnte für uns farmen? Kriegen wir Kelvin nicht zurück? Ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir Kelvin zurückholen. Ja. Aufwelt? Echt? Baumauer gefällt, da ist kein Holz rausgekommen. Ey, bei diesen dünnen Bäumen kommen einfach kein Holz dann noch. Was ist das ja, denn? Du musst die Fetten holen. Oh, unsere erste Hütte, Digga, das wird richtig geil. Digga, die Bretter rollen einfach irgendwo hin. Ah! Hey! Hilfe! Was ist? Nimm deine Waffe. Den Nutten, Digga. Ach, mein Kollegen greift dann, während er hier ein Haus baut, hä? Siehst du ihn, oder was? Da hinten, ne. Lol. Da ist noch einer. Wo? Hier. Peach. Ja, renn lieber weg, Alter. Will sich verstecken. Denkst du, da oben bist du sicher? Ja, warum kommen die hier hin? Die wissen ganz genau, wir haben deren Chef getötet. Digga, wie der ausweicht, Digga. Pass auf, Baumfeld. Aber Bro, ein Tipp. Fäll die Bäume in die Richtung von dem Gebäude. Warum? Damit die Stämme da in die Richtung fallen halt. Damit wir da nicht die Stämme mal holen müssen, weißt du? Jawoll! Oh, es nimmt Fahrt auf. Oh, was eine Schlumpfarbeit hier. Boah! Ey, das sieht nach was aus. Ja. Aber den einen habe ich jetzt nicht getötet hier, ne? Das heißt, der könnte wieder kommen. Okay. Guck mal, wie ich fällt. Also steh immer hier und fällt so in die Richtung. Ja, genau. Warum fällt der nicht? Ist weiter rein, glaube ich. Ja. Boah, wie clever, Digga. 280.000 IQ. Digga, wir haben schon eine ganze Wand. Geil. Ey, das ist alles auf mich gefallen. Ah, wird angegriffen, dieser Hund. Hä, habe ich meine Rüstung ausgezogen? Nein, die ist kaputt gegangen wegen den Kannibalen. Hallo. Oh nein, Digga. Lol, wie viel hier ist? Ja, hab ich alles runtergeworfen. Das wird schnell gehen. Boah. Digga, wie hast du das aber also hingemacht? Hä? Hast du das selber gebaut oder ist das so? Ich hab das gebaut. Warum? Digga. Also das Haus in Minecraft. Junge. Ja,
Digga, sieht schon so clean aus, ne? Jawohl. Was geil ist, wir haben hier so eine Open Fläche. Ja, wir können hier richtig viel bauen. Boah! Ey, wir sind, glaube ich, fast fertig. Ich weiß, warum ich hier so Mini-Dings habe, ja? Ich tue das Holz zerteilen in meiner Hand. Ja. Boden. Ey, Digga, wie krass haben die das gemacht? Es fehlen nur noch zwei Stück für die Wand unten. Fälle? Da haben wir die Wand unten fertig gebaut. Verliehen. Du schaffst das, Opa! Warum muss der Opa endlich die Arbeit machen? Du bist doch der Junge. Halt's mal. Okay. Oh, jetzt kommt Dach. Baum, Feld. So. Oh shit. Yo. Ich höre wieder irgendwas. Alter, wie viele Baumstämme habe ich hier? Digga. Ja, korrekt, Digga. Schmeiß mir in die Fresse. Sorry, Digga. Schmeiß das alles dahin, damit nicht laufen. Digga, warum gehen die kaputt? Manche gehen kaputt. Achso, weil die kaputt gehen müssen, oder was? Nee. Aber die so aufgeteilt werden, wie die gebraucht werden. Ah, das sind... Okay, wir haben's gleich. Ja? Die kleinen, die halben kann man gar nicht mehr benutzen. Da ist wieder einer. Wo? Hier. Ja. Noch derselbe Hund von vorhin. Peach. Peach-Kumatter. Der hat irgendeine Ledertasche fallen gelassen. Du kannst diese Lederbeutel aufmachen, ne? Da ist Loot drin. Ich glaube, ich habe die gar nicht aufgesammelt. Doch. Ledertasche. Wo ist sie denn? Die ist unten links. Ah, ich kann nicht. Da steht voll. Auf Zahnrad. Hast du gehört? Ich glaube, wir haben zu viele Items, glaube ich. Ja. Wir brauchen so eine Truhe oder so, Real Talk. Ja, wir können einen Schrank bauen, das weiß ich. Und dann können wir alles hinsortieren. Okay. Wow! Wow! Digga, das war knapp. Digga, es gibt hier sogar eine Kettensäge, ne? Das habe ich im Trailer gesehen. Digga, das sieht schon echt richtig nach was aus. Digga, wie lange ist es schon Tag eigentlich? Ich will in dem neuen Haus schlafen. Ja, ich auch, aber zum Glück ist es noch Tag.
gar keinen Bock im Dunkeln das zu machen. Kann ich schon rein? Ja, man kann schon rein. Geil. Alter, wie lange dauert das noch? 13 Holzstämme noch. Das sind 2-3 Bäume noch, die wir fällen müssen. Hast du gehört? Ich hab richtig komisches Geräusch gehört. Nein. Okay. Fäll mal die Bäume hier. An der Wand. Digga, wie diese großen Bäume geben so viel Holz, Digga. Hey! Boah, ich dachte schon. LOL, guck mal! LOL! Digga, das ist ja fast fertig. Das Dach ist fertig gleich. Ja. Verpiss dich. Ich hab das letzte. Und boom! Wir sind fertig. Das ist die Tür. Boah! Boah! Unser Haus! Darauf gibt's erstmal eine Leuchtfackel. Nein, Berko! Berko! Wir sind im Haus, doch nicht im Haus! Schmeiß sie nicht! Oh, haben wir einen Rauch? Nicht schmeißen! Du musst. Ach, nein, nicht raus! In den Himmel. Wie ein Böller. Zur Feier. Und er schmeißt einen Holzstamm. Ja. Geil. Okay, geil, wir können jetzt ein Regal reinbauen. Guck jetzt. Also ich baue es kurz. Regal. Hier. Filzschreuse. Hast du andere Sachen als ich oder haben wir genau dieselben? Das, was wir halt aufgesammelt haben. Knochenstuhl. Knochenleuchter. Wandfackel. Siehst du? Ich habe Regal gebaut. Ich glaube, ich habe auch was Gutes. LOL! Guck, ich war das! Wie hast du das gemacht? Ja, Digga, einfach. Digga, geil! Wir haben Licht! Ohohoho! Ohoho, Junge! Oh mein Gott, Digga! Warte, soll ich uns hier ein Fenster reinmachen? Kannst du? Aber ich habe Angst, dass sie dann hier reinlaufen. Mach. Ah, soll ich? Ja. Reicht das? Ja, ne? Du hast einfach reingeschlagen, Junge! Ja, du sagst doch, du wolltest ein Fenster. Ja, ein Fenster, nicht ein Loch. Das ist ein Fenster. Das ist kein Fenster. Ein Fenster ist was mit Glas, Junge, nicht einfach ein Loch. Aber soll ich jetzt Glas herbringen? Ja, Digga, das hab ich mich auch gefragt. Digga, egal, scheiß drauf. Egal, jetzt haben wir ein Fenster. Müssen wir nicht Betten bauen? Ja, warte, ich brauch's jetzt. Holzbank. Man kann sogar Fallen bauen. Bett. Ja, ey. Alter, das. Vielleicht ja, das hätten wir unser Regal hier hinstellen sollen. Sollen wir schlafen? Ja. Wir müssen halt auf demselben Bett schlafen, ne? Ich schlaf drunter einfach. Ja, schlaf du. Nee, komm, lass nebeneinander schlafen. Okay, komm. Weil du bist ein alter Opa, aber egal, scheiß auf. Besser als allein. Hey, hinter dir! Was denn? Hey! Geh mal raus, ja, Maniac! Digga, er denkt auch, er kann einfach. Geh schnell schlafen. Ja. Digga. Ist er noch hier? Wo bist du? Da ist er. Der Hund. Verpiss dich, ja, Maniac! Verpiss dich!
Wie ist der da rein? Junge, wegen deinem scheiß Fenster ist der hier reingekommen. Nein, der ist durch die Tür gekommen hier. Der kann der einfach durch. Ach so, hä? Können wir nicht... Ja, was sollen wir machen? Kann man das irgendwie ändern? Nein, ich glaube. Dieser kleine... Und oh, du willst kämpfen! Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Was machst du denn? Vertrau mir. Mach den Rest. Ich habe keine mehr, ich habe das Bett gebaut. Oh, Frau Stöcker. Ey, die Kisten sind einfach wieder zu, ne? Ich wusste das. Ich hab Stöcke jetzt. Ich baue ernsthaft? Keine. Ich hab's gebaut. Was bringt das jetzt? Ja, warte. Dieser kleine Hund, was macht der hinter dir? Ey, der greift dich an, glaube ich. Reicht doch mit dem, ja? Wo ist er? Was versuchst du da? Ja, ich dachte, das kann man anbringen da so. Nein, glaub nicht, aber ich glaube, du kannst, warte mal, pass auf, wenn du, ich weiß, was du machen willst, warte. Ich zeig's dir jetzt. Wenn du kannst, die Vogelscheuche ist auch gut. Aber was auch noch gut ist, ist das. Also die schränkt die auch schon ein bisschen ab, ne? Ich glaub schon. Hier, mach's hier drauf. Ja. Yeah! Damit die wissen, mit wem die Faxen machen. Die nicht. Hier also, kommt keiner rein. Hier kommt keiner. Guck, und jetzt haben wir auch einen schöneren Ausblick. Wenn man aus dem. Man kann nicht aus dem Fenster gucken. Nein, warte, pass auf. Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Verteidigungsanlage. Okay. Und damit das noch besser hält, oh, ich bin da selber reingelaufen. Zack. Zack. Lauf da nicht rein, du stirbst. Lol. Das ist gut. Das ist gut. Ey, das ist voll geil jetzt bis jetzt. Das ist echt geil. Unsere Hütte und Verteidigungsanlage. Das ist meine und Berkus Hütte. Ey, dieser kleine Hund hier hinten, der regt mich so auf langsam. Wer hat geschrien? Lol, die waren einfach noch so komplex. Hast du gesehen? Digga, wie gern ich dieses Auto benutzen würde. Leider geht das nicht. Wohin gehst du, Berko? Versuch den zu töten, aber der rennt weg, die ganze Zeit, der ist der hier. Man kann angeblich Zaun bauen. Trinken. Oh, ich muss trinken. Ja, Mann. Essen, und trinken. Essen, trinken, extra kauen. Ey, dieser kleine Hund greift mich genau an, wenn ich am Essen bin. Mich Hab nicht. Alter, hat der mich genervt die ganze Zeit. Oh, ich hab gar nichts mehr im Ding. Sehe ich gerade. Ich hab gar nichts mehr in meinem Trinkbehälter. Und wir haben kein Wasser mehr neben uns. Warte, wir können schauen auf der Karte. Alter, ich esse verrottetes Fleisch, Digga. Ich dachte, das wäre gegrilltes. Ich hab die Kannibalen gegessen, Digga. Hast du ein verrottetes Bein gegessen? Ja. Aus das Versehen. Hat mich vorhin eingeworfen. Aus Versehen. Das hab ich vorhin dahin geworfen, Digga. Ja, warum wirfst du das auch dahin, du Idiot? Ja, weil ich es nicht bei mir haben wollte. Warum isst du es denn? Ja, Digga, ich wusste gerade nicht, was es ist. Ich würde sagen, das reicht sogar für die erste Folge. Wir haben unser Haus gebaut. Und es Haus steht wie eine 1. Das Einzige, was fehlt, ist...
Calvin. Ja, Mann, Calvin. Calvin fehlt. Unser Bre. Was denkst du, was der gerade macht? Ich glaube, der macht gar nichts und schläft einfach. Wir haben das Haus ohne Calvin gebaut. Wir brauchen schon Calvin. Doch, wir brauchen Calvin. Schreibt in die Kommentare, ob wir in der nächsten Folge Calvin wieder zurückholen sollen. Ja. Aber das Spiel ist gut, ne? Und Spaß. Das ist echt geil. Können wir öfter spielen. Jetzt, was ich hier baue? Was? Oh nein, mach das mal weg hier, dieses Stück Holz hier. Bau das mal ab. Mit C, glaube ich, gedrückt halten. So. Kann ich das machen? Was willst du denn machen? Ich baue. Schau jetzt, ne? Lol. Lol. Ha. Wie so ein Zaun mäßig. Ja. Aber halt nur zwei. Aber ja, immerhin. Das wird anstrengend sein, das zu bauen. Ja, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht. Abonniert den Kanal und checkt Berkoli aus. Hallo. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wir haben auch ein Video bei Berko aufgenommen, aber der braucht 10 Jahre, bis er das schneidet. Deswegen kommt das erst irgendwann Sonntag oder Montag oder so. Oder? Ja. Ach, abspeichern. Wie speichere ich nochmal ab? Kommst rein. Ah, E. Und drückst E, genau. Ab. Hä? Was war das? Ey! Lol, hier sind zwei. Der hat seine ganzen Cousins gerufen. Ich glaube, die sind in die Falle gelockt, gefallen, weil man hat so gehört, hat so angehört, als hätten die Schmerzen erlitten. Checkst du? Ja, jetzt rennen die wieder weg, die Hunde. Einer kommt wieder. Komm hier, Maniac. Komm doch, du Hund. Du Hund, du. Ey, das sind wie Hyänen, Digga. Die rennen die ganze Zeit weg und fällt wieder an. Ja, warum heult der Bruder? Er weiß doch, dass er angegriffen wird. Okay, sollen wir uns. Ich hab die Leiche vor unser Dings. Ja, deine Falle klappt! Hast du gesehen? Ja. Deine Falle klappt, Digga. Sportliche Mechanismen. Schön in seinen Arsch reinstecken. Oh ja. Okay. Geh raus aus dem Dings. Oh, ich hab mich gerade gefühlt, als ob ich wirklich in Real Life, Digga, Holz gefarmt habe und so. Ehrlich, ne? Das war anstrengend, dieses Holz zu farmen und so. Alter. Kennst du, was ich sag, dass obwohl du fast alles gefarmt hast? Egal.